Hallo liebe Wanderfreunde, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei uns auf dem Kanal von Strauß Wanderlust. Sarah und ich gehen heute die zweite Etappe von dem Wanderweg Die Oster von der Quelle bis zur Mündung. Diese Etappe hat etwa 23 Kilometer und wenn ihr wissen wollt, wie diese so sind, dann bleibt dran. Diese Teilstrecke, die ihr gerade seht, wäre eigentlich für die erste Etappe gewesen, aber da es gestern zu viel geregnet hatte, sind wir gestern eine Abkürzung gelaufen. Den Teilabschnitt, den ihr gerade gesehen habt, auf dieser waren wir schon einmal, und zwar auf der Schleifsteinrunde. Da war es auch schon öde, genauso wie heute. Aber leider war die Alternative auf der Hauptstraße und das wollten wir überhaupt nicht. Und ich auch. Wir sind hier wohl auf dem schönsten Abschnitt der zweiten Etappe, und zwar auf dem Mühlenpfad Richtung Wiebelskirchen. Thank you.
Hallo liebe Wanderfreunde, es ist wieder soweit, die Tour neigt sich dem Ende zu. Wie uns die Tour gefallen hat, die war richtig gut. Man hatte schöne Aussichten, man geht auf breiten Wegen, schmale Wege, alles dabei. Das einzigste Manko war hinten bei Niederkirchen, da musste man durch den Ort laufen, leider gab es da keine Alternative, aber das hatte ich ja auch schon gesagt. Und noch eins, der Weg hatten wir selbst kreiert. Ich bin gespannt, wenn ihr diesen wollt, einfach anfragen, ich schicke euch die GBX-Datei zu. Wenn euch diese Wanderung gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch, sowie über Kommentare und Abos sehr freuen. Und noch eins, es hat uns gefreut, dass ihr wieder reingeschaut habt. Also, bis dann, ciao, ciao. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber hier mündet die Oster in die Blies. Dieses Teilstück, das ihr gerade gesehen habt, ist etwas öde. Ich glaube, das ist auch. So langsam sind wir wieder am. Hallo Wanderfreunde. So langsam sind wir wieder am Ende unserer Tour. Wie sie uns gefallen hat, sehr gut. Schöne Landschaften. Schöne Aussichten, wollte ich sagen. Schöne Raben. Hallo Wanderfreunde. Es ist wieder soweit. Unsere Tour geht langsam zu Ende. Wie hat uns die Tour gefallen? Die war richtig gut. Das denkt auch da oben der Rabe. Der nervt. Wie war das? Es war schön ruhig. Hallo liebe Wanderfreunde. Es ist wieder soweit. Wir sind wieder fast am Ende unserer Tour angekommen. Ja. Hallo liebe Wanderfreunde, es ist soweit. Die Tour ist wieder fast zu Ende. Wie die Tour uns gefallen hat? Eigentlich sehr gut. Schöne Landschaften, man läuft. Leck. Hallo liebe Wanderfreunde, es ist wieder soweit. Jo. Ja.